Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück in Albion mit mir, eurem Algi und dem Avatar. Hier sehen wir ihn in vollster Pracht. So, was haben wir in dieser Folge alles vor? Nein, brauche ich nicht, jetzt halt endlich die Fresse. Wir werden in dieser Folge uns zurückbegeben in Richtung Darkwood. Werden dort noch ein bisschen Erfahrungspunkte farmen. Eventuell sehen wir uns dann dort auch gleich die Kapelle des bösen Gottes an. Das wäre vielleicht auch keine blöde Idee. Und ja. Achso, das ist ja so ein Tor. Ja, ne. Das brauche ich jetzt nicht. Sehen uns da eventuell auch noch die Kapelle des bösen Gottes an. Und dann schmeißen wir uns zurück in die Heldengilde, damit wir dort dann ein paar Erfahrungspunkte ausgeben können, die wir dann doch auf unseren letzten paar Abenteuern gesammelt haben. Man sollte sich ja doch ständig weiterentwickeln. Ich finde einfach diesen wippenden Troll sehr cool. Dieses wupp, 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 wupp. Naja, ich bin sehr leicht zu erheitern. Ja, bevor wir jetzt aber in den Darkwood gehen, sollten wir vielleicht unsere Rüstung wieder anziehen. So, das war jetzt eigentlich Attentäterbekleidung. Ach ja, wir haben die Attentäterstiefel gefunden. Wir brauchen... Was brauchen wir? Kettenpanzerung? Ne? Was nicht? Da, genau. Der dunkle Lederanzug. Tragen. Genau. Dazu den Kettenpanzerhelm. Und die Plattenpanzerstiefel. Oder habe ich Plattenhandschuhe auch schon? Nein. Nein, habe ich nicht. Okay. Genau, die Stiefel waren es. So. Grüß euch. Ich weiß nicht, warum die Leute so auf mich stehen. Ich habe immer noch einen negativen Grundhaltungswert. Eigentlich. Eigentlich müssten mich die Typen hassen. Ich versuche jeden Quest, so gut es geht, irgendwie böse zu lösen. Zum Beispiel eben den letzten, dass ich den Händler einfach verrecken habe lassen im Wald. Das war schon ziemlich fies. Aber es liegt vielleicht wahrscheinlich daran, so wie Tonos auch in einem Kommentar geschrieben hat, liegt es wahrscheinlich eher daran, dass ich so ein verdammt netter Mensch bin. Ach du Scheiße. Ja? Weil ich es kann. So, ihr seid Händler, also handelt mit mir. Ihr findet bestimmt etwas, das euch zusagt. Was hast denn du da alles? Ausgehhandschuhe? Ausgeh-Untergewand. Nein, du hast nur Dreck. Hast du was mit? Ich dachte, ihr wärt weg. Nein, bin ich nicht. Und nachdem du nichts hast, was mir was bringt, schieße ich euch jetzt einfach um. So. Der hat doch dazu was gedroppt, das ist schön. So. Dann gehen wir... Ach, hops. Niedlich. Oh, das sind diese komischen Feen. Die sind ziemlich fies. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mit dem Schwert kämpfen, damit wir uns aufhalten können, weil wir sehen ja eher recht lächerlich aus, also mit unserer Axt. Oh, zack! Wow. Ach du Scheiße, ist die stark. Aber halt auch ziemlich schwer. Kann ich mit der überhaupt blocken? Ja, doch, kann ich. Okay.
Ja, das soll mir reichen. Voll und ganz sogar. Jetzt suchen wir nochmal schnell die Abzweigung, wo ich hier zu diesem bösen Tempel konnte. Den will ich mir nämlich nochmal ansehen. Und dann gehen wir, wie gesagt, zurück in die Heldengilde, leveln auf, schauen vielleicht mal schnell zu Hause vorbei. Ja, das einzige Problem, was es mit dieser Axt gibt, sie ist halt wirklich langsam. Nämlich wirklich sehr langsam. So cool sie auch ist, aber sie ist halt wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Okay. Scheiß Vieh. Bist du ein Händler? Verdammt. Ich sollte ihm lieber. Es gibt mehr und mehr Räuber heutigen Tags. Ja. Warum seid ihr bloß so? Ihr seid ja irre. Tod. Jetzt. Mein Lord. Das. Seid gegrüßt. So. Hätten wir das auch? Okay. Ja, jetzt hier mal einsammeln, was hier so alles gedroppt wurde. Offensichtlich haben diese Werwolfsviecher hier ganz gut gewirtschaftet. Was ist das jetzt? Sehr cool. Evil Love is evil. So. Das alte Kallistor. Das nicht funktioniert. Aber da hinten haben wir noch so eine komische Fee. Wächter? Ich mag keine Wachen. Du bist im falschen Ghetto, mein Freund. Ihr seid jetzt ein Mörder. Ist euch das klar? Ja. Jetzt. Ich bin jetzt ein Mörder. Deine. Oh, guten Tag, Sir. Wie geht's Ihnen heute? Kann ich Ihnen einen Tee bringen? Ja, bitte. Ich mag Kirschtee. Bring mir Kirschtee. So, ich glaube, dass hier die Abzweigung war beim Darkwood Camp. Wenn wir Glück haben, dann kann ich mir jetzt diesen bösen Tempel mal anschauen. Wenn ich überhaupt böse genug bin, dass sie mich da reinlassen. Mal sehen. Ja, genau, hier ist die Abzweigung. Ja, und das sieht dann doch schon ziemlich nach böser Tempel aus. Scorms Kapelle. Scorm hieß er, nicht Sloth. Wie, ja, Sloth. Ich bin ja echt nicht ganz dicht. So, Chapel of Scorm. Where the evil is worshipped. And no good man shall enter. Ja, okay, das ist natürlich jetzt alles in Rot gehalten. Warum auch immer hier alles rot ist. Aber, ja, was soll's. So. Die Kapelle des Scorn. Willkommen in Scorns Kapelle. Alle, die hier beten, werden mit dem Gift des reinen Bösen erfüllt. Spendet ihr für meine Sache? Hinfort jetzt. Euer Mangel an Opfergaben beleidigt uns. Was? Ihr könnt eure Belohnung nur fordern, wenn ihr uns frische Verehrer bringt. Was ist das jetzt? Ein Ding, dem ich winken kann?
Was kann ich hier machen? Ich habe jetzt da etwas reingelegt. Hinfort hier. Okay. Ihr bringt uns keine Geschenke. Kehrt mit Anhängern. Aha. Mit Anhängern also. Also die wollen, dass ich Leute hier rein schaffe. Das Attentäterhemd. Jetzt fehlt mir nur noch die Hose und die Handschuhe. Ich glaube, Helm gibt es dazu keinen. Helme sind generell sehr rar gesät in Fable. Da werde ich jetzt wohl lange mit meinem Kettenhelm auskommen müssen. Aber soll Schlimmeres passieren. So, das heißt, ich soll euch jetzt Anhänger bringen. Ja, dann sehen wir mal, dass wir hier irgendwelche Leute finden. Vielleicht sind wir bekannt genug, dass die Leute uns jetzt einfach nachlaufen. Wenn ich sie mit Folgen anspreche. Mit dem Ausdrucksmittel Folgen. So, mal schauen, ob wir jetzt hier irgendwen haben, den wir da jetzt auf die Schnelle mal darüber schaffen können. Ah, okay, das sind nur die drei Ladenbesitzer und der Spielmeister. Die will ich jetzt eigentlich da nicht reinziehen. Vielleicht ist da noch wer, den ich jetzt mal auf die Schnelle hier durchschieben kann. Das ist ein richtig schöner Schulausflug zur Kapelle eines bösen Gottes. Sogar der scheiß Riesenhammer von dem Typen ist schneller als meine Axt. Ja, dafür, wenn ich mal treffe. Ja. Ob es das wert war. Ist natürlich fraglich. Achso, da rennen jetzt wieder Banditen rum. Nein, das gefällt mir nicht. Ich will keine Banditen schlachten, dann bekomme ich wieder Gutpunkte. So, aus. Wir beamen uns jetzt zur Heldengilde. Teleportieren. Hoppalala. Go, go, super Teleport. Ach scheiße, jetzt habe ich die Tür vergessen. Ah, ich hasse mich. Ihr hasst mich auch, oder? Ja, ich weiß. Macht nichts. Ich liebe euch. So. Jetzt habe ich die verdammte Tür vergessen, wo ich diese Kampfprüfung ablegen muss. Aber die hätte ich mit der Axt wahrscheinlich sowieso nicht bestanden. Aber ich habe mir ja auch einen Stahlkatana gegönnt. Und auf das könnte ich eigentlich wieder umsteigen. Bis ich mal mit dem Ding ein bisschen besser umgehen lerne. Mit dem Katana ging es eigentlich ganz gut. Das war eigentlich relativ schnell. Aber schauen wir jetzt einfach mal, wie viele Erfahrungspunkte wir zur Verfügung haben. Hallo auch. Tag auch. So. Schwupp. Wie viel haben wir denn da? 11.000? Das ist ja gar nicht so viel. Tempo, Beweglichkeit im Kampf, also höhere Feuerrate mit Fernwaffen, sorgt für mehr Geschicklichkeit im Nahkampf. Zielgenauigkeit, wie viel Schaden ihr mit einer Fernkampfwaffe anrichten könnt. Gut, das kostet aber fast nichts. Das geht sich, glaube ich, sogar mit meinen Punkten aus, die ich hier habe. Ja, ziemlich genau sogar. Okay, dann kann ich wirklich meine allgemeine Erfahrung hier reinstopfen. Mit wie viel Kraft ihr eure Waffe schwingt. Grundlegende Abwehrwerte. Ja, das stopfen wir jetzt in Körperbau, damit wir mehr Schaden austeilen können. Gut.
Sowas wie heilen oder so. Oh ja, da. Leben heilen. Das wäre vielleicht auch nicht so dumm. Aber was soll's. Zauberkraft steigern vielleicht noch. Ja, warum nicht? Ja, okay. So. Und dann sehen wir noch hier rein. Questkarte. Die Hopphöhle. Eine alte Frau im Greatwood sagt, dass ihr Enkel vermisst wird. Genau, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Dass wir früher oder später den Quest bekommen, in die Hopphöhle zu gehen. Und da schauen wir uns einfach mal... Also wir nehmen mal die Quest an. Die Seherin der Räuber, das ist dann die nächste Hauptquest. Die lassen wir vorerst noch liegen. Und schauen uns jetzt mal an, was wir für Großtaten übernehmen können für diese Hopphöhlen-Quest. Ich glaube, eine von den Großtaten, die eigentlich immer geht, ist, dass man den Quest nackt, also beziehungsweise ohne Rüstung macht. Aber in der Hopphöhle wird es ziemlich deftig zugehen und ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Beziehungsweise, dass wir das überleben. Naja, wobei wir können eigentlich ziemlich oft sterben, ohne dass irgendwas passiert. Wie kann ich euch heute behilflich sein? Kannst du nicht. So. Schauen wir mal. Ja, das sage ich doch. Macht den Quest nackt. Nehmt keinen Schaden, das ist quasi unmöglich. Höhlenbewohner. Besiegt den Bewohner der Höhle. Na gut! Ja, warum nicht? Ja! Ja! Noch mehr Großtaten! Wir wollen mehr! Hey! Immer her damit! Ich bin euch stets gern zu Dienst. Hey! Nein, will ich nicht. So. Ich weiß, dass ihr es könnt. Danke. So, das heißt, die freuen sich jetzt dafür, dass ich jetzt da nur eine von den Großtaten angenommen habe eigentlich. Und zwar, dass ich das Vieh besiege, was in der Höhle lebt. So, Moment. Genau, starke Tarnung. Es macht zwar wirklich viel weniger Schaden, aber dafür bin ich am wenigsten ein bisschen schneller. Hey, Mann. So. Und wo ich jetzt noch hin will, hey. Was ich jetzt noch mache... Na? Jetzt. Wir teleportieren uns hierhin zum Greatwood Kallistor. Von dort aus haben wir einen guten Ausgangspunkt und können direkt zum Landhaus Rose gehen. Das ungefähr in diesem grünen Flecken links von dem blinkenden Punkt sein muss. Und dort startet dann unsere nächste epische Quest. Nämlich, dass wir einen kleinen Jungen aus einer Hopphöhle rausholen, der dort eigentlich gar nichts zu suchen hat. Aber was soll's. So. Lalala, lalala. Lalala, lalala. Genau. So, hier lang. Landhaus Rose. Sehr ländlich. Ach, guck. Jetzt haben wir hier Blümchen auf der Karte, weil wir das entdeckt haben. Das ist doch lieb. The Rose Cottage. Was? Wie hier? Großtaten 0 von 1 spricht mit Großmutter im Landhaus Rose. Ja, okay. So, das werden wir gleich mal tun. Das schauen wir uns nochmal hier um. Ob es da vielleicht was gibt, was wir abstauben können. Oh, ich sehe eine Tür. Eine Rätseltür. Sprich mit mir. Bei der ersten Verabredung mache ich niemals auf. Mein Herz wurde schon zu oft gebrochen. Ich kann nur jemanden reinlassen, der mich wirklich liebt. Mhm. Hey. Bei der ersten Fahrt. Ja, ist okay, geh weg. Okay, der will mich nicht reinlassen, wenn ich ihm nicht zeige, dass ich ihn wirklich liebe. Wie auch immer ich das machen soll. Ah!
Zieh dein Schwert. Wir wollen hier durch. Eine Kiste. Yay. Naja, immerhin. James, bist du das? Oh, James ist mein Enkel. Ihr müsst ihn finden. Er ist mein letzter Verwandter. So ein hilfsbereiter Junge. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Ich wusste es. Er ist wieder in diese Höhlen gegangen. Ich weiß es einfach. Was er da sah, hat ihm letztes Mal allerdings einen gehörigen Schrecken eingejagt. Aber er brachte Gold mit zurück. Oh, und als er dort war, hat er noch was gefunden. Ich weiß nicht, wofür es ist. Es könnte aber nützlich sein. Hier. Sucht ihn. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ihm etwas zugestoßen wäre. Okay. Dann wollen wir das mal tun. Ist hier sonst noch was zum Klauen? Nee. Okay. Gut. Dann auf! Wertige Viertin. Viertin. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so weit. Das ist jetzt, glaube ich, nur Richtung Darkwood runter noch eins. Und dann müsste ich schon dort sein. Das ist, glaube ich, nicht so weit. Das ist sogar sehr gut sogar. Ja, genau. Ich muss hier jetzt einmal noch ums Eck. Und dann bin ich schon richtig. Die Greatwood-Höhlen. Das sieht schon ganz gut aus eigentlich. Ja. Genau. Das ist die Höhle, die wir vorher entdeckt haben. Das ist die Höhle, in der wir jetzt mit dem Quest rein müssen. Aber es geht erst in der nächsten Folge weiter. Ha! So. Okay. Werte Freunde, bis zum nächsten Mal, sagen ich und der Avatar. Bis dahin, bleibt's dran. Peace und Freundschaft. Euer Eigi. Baba.